Ja, da bist du erstmal sprachlos. 5.2.2020. Hast gedacht, sowas könnte nicht mehr passieren. Hast gedacht, man hätte doch mal aus der Geschichte gelernt, ne? Ich war gerade in Polen. Wollte gerade meinen Skianzug anziehen und Skifahren gehen. Über die tschechische Grenze nach Harrachov und dann auf einmal erreicht mich die Nachricht. Da lässt sich der Kemmerich von einer Handvoll Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen. Das muss man sich mal überlegen. 2020. Kurzes Entsetzen, Kopfschütteln, Ratlosigkeit über diese politische Entscheidung. Mir saß der Schock auch danach noch einige Tage in den Gliedern und ich konnte das einfach nicht richtig begreifen. Ich habe mich total verarscht gefühlt von einem Kemmerich, der in seinem Wahlslogan vorher behauptet hat, er sei die erste Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat und sich dann von der AfD ins Amt hat hieven lassen. Also das hat für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergeben und Und auf den Tribünen sind dann alle aufgestanden, haben rumgeschrien von allen Seiten. Die Enttäuschung war riesig. Leute haben geweint und sind aus dem Saal rausgegangen. Und mit dieser riesen Enttäuschung, mit dieser Verwirrung hat der Tag dann auch geendet. dann saß ich auf der Besuchertribüne und dann kam dieser Moment. Ich glaube, niemand hat ihn erwartet und ich war auch total erschrocken. Ich war fassungslos und es hieß dann, es kommt jetzt gleich die Vereidigung. Und ich habe nur noch gedacht, schnell runter, bevor ich hier aufstehen muss. Also bin ich dann die Treppe hinab und da waren auch schon andere und viele waren wirklich wie ich auch ein Stück weit mit den Nerven am Ende. Einigen merkte man es wirklich an. Dieser gesellschaftspolitische Skandal, dieses Wahlbündnis von demokratischen Parteien mit der antidemokratischen, der rechtsextremen Höcke-AfD markiert einen Wendepunkt. Es muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass sich diese Zusammenarbeit in Zukunft wiederholt. Und dass Herr Kemmerich im dritten Wahlgang kandidieren würde, war ja vorher angekündigt worden. Und hier ereignete sich für mich der Tabubruch nach der Wahl, nämlich als Herr Kemmerich gefragt wurde, ob er die Wahl annimmt. Es war klar, nur mit den Stimmen der Rechtsextremen konnte er diese 45 Stimmen im dritten Wahlgang erreichen. Herr Kemmerich hat die Wahl angenommen und damit aus meiner Sicht den Tabubruch vollzogen. Man konnte sehen, wie Kemmerich, obwohl er wusste, mit wessen Stimmen er da zum MP gewählt wurde, ohne langes Zögern die Wahl annahm. Trotz dessen, dass wir viel in den Wochen davor durchdacht, durchgerechnet haben und wussten, dass im schlimmsten Fall auch so etwas passieren kann, hat es mich und viele andere in Schockstarre versetzt. Wir waren, ja, schockiert von dem, wie unumwunden paktiert wurde und in Kauf genommen wurde, mit den Stimmen einer faschistischen Partei an die Macht zu kommen. Und was wir am 5.2.2020 in Thüringen erlebt haben, im Thüringer Landtag, das hat mich doch sehr erschreckt. Bereits den Sonnabend vorher, als bekannt war, Kindervater lässt sich aufstellen, will für die AfD als Ministerpräsidentenkandidat sich bewerben, da bin ich doch sehr hellhörig geworden. Man hat es ein komisches Bauchgefühl und dass dieser Pakt mit dem Faschismus eingegangen worden ist, das war brutal. Aber als dann tatsächlich der dritte Wahlgang so ausging, wie er ausging, war ich unfassbar erfüllt von Trauer, Hass, Wut. Ich war irgendwie benommen, dass es gerade so passiert ist, wie es passiert ist. Und mir fehlen so ein bisschen die Worte zu diesem Tag. Weil es einfach wirklich, es war einfach wirklich schlimm und es hat mich wirklich schwer getroffen. Der 5.2. hat für mich eigentlich angefangen wie ein ganz normaler Urlaubstag, weil ich tatsächlich mit meiner Familie im Skiurlaub war, völlig unvorstellbar gerade. Und hat dann aber leider durch die Ereignisse des Dammbruchs und der Wahl von Herrn Kemmerich zum kurzen Ministerpräsidenten durch die Stimmen der AfD und CDU dazu geführt, dass das Thema des Skiurlaubs ganz schnell weg vom Ski und hin zur thüringischen Politik und vor allem zu, was geht bei der FDP eigentlich ab, umgeschwenkt ist.
Ja, der 5. Februar 2020 ist ein Tag, der mir wahrscheinlich für immer prägend in Erinnerung bleiben wird. Ich fühlte mich einfach nur enttäuscht, frustriert und vor allem wütend. Wütend vor allem darüber, dass er sich sehenden Auges mit den Stimmen der AfD hat wählen lassen. Und vor allem auch mit der Einstimme des Neonazis und Faschisten Björn Höcke. Und dann sind zwei Sachen passiert. Und die haben mich doch ja auch geprägt. Das erste war, es kam ein Genosse aus dem Fitnessstudio, der das im Fitnessstudio miterlebt hat, ins Red Rocks mit riesen Augen und hat völlig ungläubig gefragt, ob das jetzt stimmt, ob es wirklich passiert wäre, und musste ich erstmal setzen. Und dann sind die Tränen geflossen. Plötzlich geht die Tür auf und ein Typ stellt sich dann in die Tür rein. Und das war mir schon nicht so geheuer. Und da bin ich hingegangen, habe gefragt, ob ich irgendwie helfen kann, ob das in Ordnung ist. Und dann fängt er an mit: Euch Roten, euch zeigt nur was jetzt. Jetzt seid ihr fertig. Ich kann für die Linke versprechen, dass wir nicht aufgeben, dass wir im Parlament nicht aufgeben, dass wir nicht außerparlamentarisch aufgeben, dass wir zusammen mit euch dagegen ankämpfen, dass die Nazis hier das Land übernehmen und ihre Politik der Diskriminierung des Rechtsextremismus hier durchsetzen. Das werden wir nicht dulden, und insofern lasst uns gelten, alle zusammen gegen diesen Faschismus, und dieser Tabubruch muss geheilt werden. Mir fiel ein, dass Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Thüringen schon mal eine Regierung der Bürgerlichen und der NSDAP zustande kam. Wilhelm Frick hieß der Minister, glaube ich, der dann später auch Reichsminister wurde. Ich freute mich umso mehr, als ich hörte, dass am Abend in Erfurt Leute unterwegs waren, auf der Straße, und demonstrierten gegen diese AfD-Unterstützung und gegen den Ministerpräsidenten. Und ich weiß für mich noch sehr genau, dass ich am Anfang des Tages eben nicht erwartet hätte, dass wir aus dem Plenarsaal rausgehen und direkt auf die Straße gehen, direkt in Demonstrationen sind, dass auch wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen direkt mobilisiert haben. Und nachdem ich mich dann auch wieder gefangen hatte, habe ich mich dann auch sofort mit meinem Kreisvorsitzenden zusammen nach Erfurt aufgemacht und habe an den Kundgebungen und Demonstrationen gegen diese Ministerpräsidentenwahl teilgenommen. Im Laufe des Abends zogen wir dann auch mit mehreren hundert Menschen vom Landtag weiter zur Staatskanzlei. Dort wurden es dann nochmal mehr Menschen, nochmal hunderte von Menschen kamen weiter hinzu. Und wenn ich an diesen Abend denke, dann klingen bei mir im Hinterkopf immer noch diese Stimmen von den ganzen Menschen mit, die Bode ans Fenster rufen. Und diese Welle der Solidarität, die sich da vor der Staatskanzlei und auch zuvor schon vor dem Landtag zusammengefunden hatte, das war ein sehr ergreifendes und überwältigendes Gefühl für mich. Am einprägsamsten waren für mich die Demos, angefangen mit der vom Landtag, wo ich Menschen getroffen habe, von denen ich nicht dachte, dass ich sie mal auf einer Demo treffe. Ja, das hat mir Mut gemacht, denn klar wurde Herr Kemmerich legal gewählt, aber mit Hilfe einer eindeutig rechten Partei. Und dass Menschen dagegen zahlreich, also so zahlreich auf die Straße gegangen sind, das hat mich echt mit Stolz erfüllt und hat mir Zuversicht geschenkt, und ich fand es einfach großartig. Ich weiß, es war gutes Wetter, aber das Gefühl war seitdem sehr beklemmend, denn man war sich da sehr unsicher, wie es denn in diesem Land weitergeht. Ich habe dann überlegt, ob ich vielleicht irgendwo schon mal einen Koffer packen sollte und in die Ecke stellen sollte, weil man vielleicht nicht mehr seines Lebens sicher sein kann in einem Land, das eine Regierung von Höckes Gnaden hat. Dank der bundesweiten Proteste, unter anderem in Hamburg, Köln, Leipzig, Düsseldorf und München, bei denen tausende Menschen auf die Straße gingen, kündigte er nach nur 25 Stunden im Amt seinen Rücktritt an. Herr Kemmerich muss mit dem Makel leben, der erste von Faschisten gewählte Regierungschef in der Bundesrepublik gewesen zu sein.
Heute, ein Jahr später, muss ich sagen, zum Glück haben Bürgerinnen und Bürger, hat die Zivilgesellschaft Widerstand angemeldet und dafür gesorgt, dass ein Monat später Bodo Ramelow erneut Ministerpräsident werden konnte.